Willkommen beim Edel und Thorsten Akatoto, beim Clan Bettest. Ja, geiler Bonus, oder? Das nenne ich mal Siegbonus. Aber ihr seht das hier oben links über meine oder bei meiner 190, da steht jetzt eine 2. Normalerweise steht da immer nur eine 1. Hier steht nämlich eigentlich immer nur eine 1, wenn Leute mich hier Friends requesten. Aber dieses Mal steht hier eine 2. Ich habe sie endlich geschafft, die 1000 CK-Sterne. Und die holen wir uns jetzt auch ab. Ich hatte das ja die Tage gesagt. Dafür, dass wir die Borden so hart vorgegimmt haben, holen wir uns die 1000 Gems hier wieder rein. Super Sache hier. Und wir haben hier, ich habe hier auch über meinen Geburtstag einen Clankrieg mitgespielt. War auch für mich eine recht haarige Sache, habe ich euch gestern schon erzählt. Ihr habt ja am Sonntag keine Folge gesehen. Da musste ich einfach mal einen Tag Auszeit haben. Denn ich habe an echt vielen Fronten trotzdem noch mitgekämpft, aber natürlich relativ, ja, ich will nicht sagen halbherzig, aber nur mit so einem halben Ohr, und habe ja aber trotzdem meine CK-Angriffe gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die ersten Kämpfe rein. Vielen Dank übrigens an die Planer hier, dass das bei mir endlich jetzt funktioniert hat. Also ihr seht das, ich habe auch 1005 Sterne jetzt schon. Also ich habe schon von 99 auf 1005, wer gut aufgepasst hat. Ich habe zweimal drei diesmal tatsächlich geholt, wobei es einmal ein Drei-Sterner war und einmal ein Ein-Sterner, aber da zählen die beiden anderen Sterne noch mit dazu. Also 6 Sterne hier im letzten Clankrieg geholt, und wir gehen einfach mal rein in den letzten Clankrieg. Jetzt halt, hier muss ich hin, und dann schauen wir uns ein paar Kämpfe noch an. Ihr habt das von gestern ja gesehen, ich habe sehr viel Clankrieg aufgenommen. Das geht hier jetzt erstmal weiter, aber hier ein bisschen in den etwas höheren Bereichen, und ich hoffe, das stört euch nicht. Geht diese Woche ganz normal wieder los mit Event, Farmen etc., was das Herz so begehrt. Und kuriose Sachen habe ich auch im Repertoire. Und wir starten heute mit Nummer 17, Law of King Daniel. Ja, ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln hier, wenn ich die Namen hier so vorlese. Hier wird mehraccountig gespielt in diesem Clan. Und das nicht zu knapp. Ja. Also ist schon wirklich krass, was hier einige leisten, muss ich sagen. Inklusive der ganzen Planung für viele Rathäuser. Inklusive der Planung bzw. der eigenen Angriffe dann. Und der Koordination hier. Also hier wird auch, so muss ich mal sagen, für den oberen Bereich gescoutet. Also die Neuner, wenn die hier eigentlich einen Angriff gemacht haben, in der Regel scouten sie dann, weil der RH9-Bereich dann hier schon down ist. Und ja, das kann man ja auch auf verschiedene Weise machen. Ein paar Loons nehmen, ein paar Hawks nehmen, ein paar Riesen nehmen. Irgendwie die Clanburg locken, gucken, wo Fallen auslösen. Luftfallen vor allen Dingen in den oberen Bereichen, bei den oberen Bases, was Queenwalks und so weiter angeht. Aber hier sehen wir schön Surgical Go Hawk von Law. Und schön gemacht hier. Ah, er hat noch richtig viele Hawks am Start. Und der kleine Vorteil eines 9er bzw. Rathaus 10er sind hier ganz klar die zwei Giftzauber, muss ich sagen. Kann ich als 11er natürlich auch mitnehmen, allerdings müsste ich dann noch einen dunklen Zauber hinzufügen. Das heißt also 3 Stück, damit ich meine Slots voll kriege. Ja, ein bisschen ärgert mich das manchmal, dass wenn ich auch mit Hawks angreife und einen Giftzauber dann auf die Clanburg gesetzt habe, dass ich dann natürlich für diese Clean-Up-Geschichten bzw. für so nervende Skellies, vor allen Dingen wenn ich ganz wenig Hawks noch habe, nichts mehr oder kein Gift mehr habe oder für ein King. Und da ist so ein 9er und so ein 10er sind jedoch ganz klar, finde ich, im Vorteil, indem sie ein Slot dort frei haben, können ein Gift nehmen bzw. ein Gift selber machen. Dann hast du 2, dann kannst du das natürlich so schön aufteilen, wie wir das hier gerade gesehen haben. Dann nimmst du einen nur für die Clanburg und nimmst den nächsten dann für Skellies oder den King verlangsamen, wenn der deinen Hawks folgt. Und wir gucken uns aber jetzt den zweiten Angriff an, auch ein Rathaus 9er. Das ist die Nummer 13. Die Nummer 13 hat sich der Skorpion hier vorgenommen. Auch mit einem Gohawk. Also nach wie vor, ihr seht das ja zuhauf wahrscheinlich auch in euren Clankriegen, dass die Hawks vor allen Dingen 9er, 10er, 11er Bereich sind im Moment. Ist eine gern genommene Truppe. Und je nachdem, wie man in die Base kommt, der kommt hier jetzt nur mit einem Golem rein. Hat aber dafür 26 Hawks, richtig viel Cleanup noch in der Base. 2 Babydrachen hier um den Funnel. Noch so ein bisschen für seine Helden.
zu machen. Queen ist weg. Jetzt kommt die Clanburg, kommt hier richtig, richtig krass der Clanburg entgegen. Und ich habe da jetzt gar keine Lufttruppe gesehen. Ich glaube, da waren zwei Hexen mit Kleinzeug dran. Also keine Lufttruppe. Hätte hier die Hawks letztendlich genervt. Und so überleben hier natürlich King und Queen richtig lange. Jetzt erst den King gezündet. Queen hatte auch noch alle Zeit dieser Welt. Und die kriegt im Moment überhaupt keinen Beschuss, weil hier der eine Golem, jetzt ist der erst weg. Ja, könnt ihr mal sehen, also so ein Golem, der kann hier richtig krass was abtanken. Ja, und die Basie ist so eng gestaffelt. Das ist ja ein gefundenes Fressen hier für Hawk Rider. Die erwartet, da seht ihr das. Die Nervin Skelly ist jetzt nochmal schön hier reingegiftet. Denn hier gibt es ja keinen King mehr, der jetzt irgendwo was macht. Hier hinten schön mit den Lakaien noch unterstützt am Bombenturm. Dann brauchen die Hawk Rider das nicht machen. Da ist noch, naja, da eine Bombe außen, aber er ist nicht mehr so schlimm. Jetzt noch ein Heil geworfen für einen einzigen Magierturm. Aber sicher ist sicher und auch ein schönes Ding hier. Also Rathaus 9 läuft bei uns in jedem Fall so gut wie immer, würde ich fast sagen. Es gab, glaube ich, hier unten in dem Bereich noch nie so richtig Probleme. Ab und zu kann natürlich mal ein Zehner runter dippen. Aber hier war das ein lupenreiner Rathaus 9 auf Rathaus 9. Und auch hier haben wir ein Rathaus 9 auf Rathaus 9. B von unserem Clan gegen den Nibbus vom Clan Sweden. Ja, schöner Name eigentlich. Schön geschrieben hier mit den beiden Ausrufezeichen vorne und hinten. Find's in jedem Fall relativ schnell, falls man auch in anderen Regionen ja Clan sucht. Und auch hier schöner Start, Clanburg kommt direkt raus, wird richtig schön durchgegiftet hier, also auch die zwei Hexen, der hat jetzt schon 5 Truppen mehr hier in der Clanburg, 2 Hexen plus, ich denke mal ein Bogi und ein Babydrache, okay, der Babydrache nervt ein bisschen mehr, aber Helden auch noch nicht ganz so hoch hier, 23er King, aber 30er Queen und ja, es ist schon eine Rathaus 10er Base, da seht ihr es auch, Tesla, hier hinten die Kanonen, vor allen Dingen der Punktschaden hier ist schon relativ hoch mit, das müssten eigentlich 13er sein, glaube ich, 12 oder 13er, wenn ich das richtig sehe. Und auch hier haben wir die nervigen Skelette, die hier jetzt die ganze Defense trümmern und aber trotzdem schön gemacht. Und hier sehen wir es jetzt. Skelette gehen mit drauf. Und der King wird so richtig schön verlangsamt. Ich meine, es ist ein 31er King. Der macht sicherlich locker ein Schweinchen mit einem Schlag tot. Und ja gut, der Gift reicht jetzt nicht ganz so leicht. So ein RH10 hat ja dann schon ein bisschen mehr Fallen. Obwohl die ist ja von der Größe her, beziehungsweise von den Infernos her, die ja keine hat, ist das ja ein 9,5er. Und so hat er richtig viele Truppen. Boah, ich muss auch jetzt mal wieder was trinken. Also diese Folge von gestern und die Folge von heute, die habe ich hintereinander aufgenommen. Denn ich wollte selber auch ein bisschen weiterkommen, bevor mir Supercell mit irgendeiner Wartung hier reinhaut. Und ich habe hier so viel abzudrehen, habe ich gedacht, ich mache beide CKs hintereinander hier. Habe es dann halt nur nicht fertig geschnitten, sodass ihr die erste Folge ja gestern gesehen habt, also für euch dann am Montag. Ich muss da auch mal ein bisschen weiterdenken, was ich eigentlich so rede. Aber so ein RH10 hier hat halt ein paar mehr Fallen, vor allen Dingen innerhalb der Basen. Hat er hier schön gemacht. Schöne 100% von B. Und jetzt sind wir schon bei meinem zweiten Angriff. Also ich habe im ersten Angriff die 7 gelegt mit Bowlern und hier habe ich mich mit Hox auch mit Hox rangewagt. Ist ein Rathaus 11er, aber ein 10,5er, also ein 10,75 halber, also er hat ja Infernos, hat nur keinen Adler. Und ja, mir ist hier so ein bisschen die Queen abgeglitscht, hätte ich mal fast gesagt. Das war jetzt nicht ganz so geplant. Die sollte nämlich eigentlich nach unten laufen, also Richtung diesen Lagers und dieser Kaserne hier. Aber die ist mir ein bisschen, das sehen wir gleich, die ist mir ein bisschen entglitten. Und ich wollte eigentlich von hier unten dann, von 6 Uhr, mit den Hawks auch rein. Denn ja, hier war schon ein Angriff drauf vom RH10. Und den kopiert man dann in der Regel, hat dann natürlich einen Zauber mehr, hat etwas mehr Truppen,
Hat den Warden dabei, etwas höhere Helden. Ja, und so ist die mir leider in diese Richtung geglitten. Ja, das war natürlich ein bisschen doof. Also musste ich hier jetzt ein bisschen umüberlegen. Wie kriegst du diese dusselige Queen da jetzt aus der Mitte gelockt? Also King gesetzt hier einen Heiler dahinter. Ein Heiler. Herrlich. Aber egal. Und der King kann ja doch schon mal ganz, ganz gut was ab mit dem Magier dahinter. Und dann habe ich den King gezündet. Der kommt natürlich jetzt der Queen entgegen mit den vielen kleinen Barbaren. Jawohl. Das war's für die Queen. Das war so ein bisschen auch der Schlüssel. Und jetzt komme ich von hier oben von 12 Uhr mit meinen ersten Hoxie in die Base rein. Queen immer noch am Start. Allerdings schon gezündet worden. Kann ich noch zünden. Den Warden zünde ich auch mal wieder nur recht als schlecht. War eigentlich so ein bisschen so geplant. Denn den sollte ich eigentlich zünden. Jetzt, okay, so ein paar Hox. Ja, ein paar Hox hat's erwischt. Komme jetzt noch von hier mit Clanburg-Hox rein und ich denke mal, danke an den Planer hier. Wirklich an Repoman war es, glaube ich. Repoman und Till planen hier so ein bisschen die Angriffe mit uns durch. Also wir sagen jetzt mittlerweile schon durchaus, den würde ich so und so machen und dann wird das ein bisschen feingetunt. Und wenn es denn klappt, so wie hier, dann klappt es. Aber mal genau andersrum, also geplant war es bei Weitem nicht so, also letztendlich das Beste rausgemacht. Und ihr seht das jetzt hier, da habe ich jetzt so die nervenden Skellies da an der Hacken, aber jetzt ist auch die Base down hier. Und das machen jetzt natürlich die Hogs ganz easy peasy hier. Und mir lief allerdings so ein bisschen die Zeit davon und ihr seht das, ich habe noch einen Wut. Ich habe noch einen Wut, also hier hinten nochmal die Schweine so ein bisschen wütender gemacht, denn ich hatte echt ein kleines Zeitproblem. Ihr seht das hier ist noch ziemlich viel zu machen in der Base. Ich gehe ein bisschen weiter raus und das war wirklich eine ganz haarige Sache. Das waren so 3, 4 Sekunden, glaube ich, oder 5, lass es 6 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Es war aber schon eine ganz, ganz enge Kiste und da habe ich ein kleines bisschen zu wenig Cleanup dabei gehabt. Also na, vielleicht doch die eine oder andere Truppe mehr. Wusste aber auch, hier hinten sind auch Luftfallen, beziehungsweise hier unten. Und wollte ich keine Lakaien mitnehmen. Deswegen habe ich mich für Bodentruppen entschieden als Cleanup. Und bevor das dann gar nichts wird. Ja, das war jetzt also dann Stern 1000, 1000, 3, 4 und 5. 3, 4 und 5. Und ihr seht das, wir haben nun unentschieden gespielt, also noch bleibt das Ganze relativ entspannt und spannend vor allen Dingen. Und wir gucken hier nochmal in die Nummer 3 rein, gemacht hier von Grinsgrinz, hätte ich fast gesagt. Grinsgrinz ist einer unserer NG-Accounts aus dem unteren Lager. Ihr seht das hier mit jetzt schon, was heißt mit schon, mit Machttrank gedopten Truppen. Das sieht man ja hier unten jetzt ganz schön, dass die sich so schön blau verfärbt haben auf die Max Out Rathaus 11 Base hier. Ich glaube ja, die ist Max Out in jedem Fall. Und er ist gar nicht mal so stark. Also gemessen an den Helden jetzt 33er Queen, 25er King, klar, 20er Warden. Das ist schon der große Unterschied. Meiner ist jetzt noch auf 18, also mir fehlt jetzt noch wirklich die allerletzte Fähigkeit. Also 2 Level muss mein Warden noch machen und dann habe ich auch den ersten Helden mal Max. Das habe ich ja noch nie so gehabt, das Gefühl, weil Supercell mir immer ein Rathaus vorgesetzt hat und ich nie so richtig in den Status kam, mal Max Helden zu haben. Vielleicht, ich hoffe nicht, dass bis dahin Rathaus 12 raus ist, bis ich meinen Warden fertig habe und er auch glüht. Also mal sehen, ob das nicht auch bei mir mal was wird. Und hat aber richtig krass gemacht, hier richtig viele Truppen noch am Start. Und dann geht das hier von beiden Seiten eigentlich durch. Ja, okay, der eine Bowler da oben. Aber ihr seht das hier, mit 2 Heiler sind da, glaube ich, hinter. Die halten diesen Bowler hier auch nicht auf. Ja, und von rechts oben kommt jetzt hier die Masse rein, also schön gemachter Angriff hier mit den gar nicht mal so hohen Helden über die echt starke Base hier. Aber da kann man auch mal sehen, Truppen machen es dann, können es dann auch bringen. Also, das ist so der kleine feine Unterschied. Und hier einfach mal mit dem Machttrank genommen, super Entscheidung hier, denn wir mussten in den oberen Regionen hier in jedem Fall noch ein bisschen Sterne holen. Und der war auch richtig, richtig wichtig, kann man nicht anders sagen. Denn bis dahin waren wir mit dem Gegner voll auf der Höhe, beziehungsweise waren immer mal wir am Führen, mal Gegner am Führen, mal wir am Führen, mal Gegner. Und deswegen war das hier ein richtig schöner Dreisterner mit, okay, die Kanone wird jetzt von den beiden Lakaien gemacht hier. Und dann ist das hier ein schöner Dreisterner von Grinsgrinz. Ich nenne den immer so, weil ich weiß gar nicht,
wie er heißt, doch, ich weiß schon, wie er heißt. Aber schön gemacht hier, ja, 55, 55 und schade eigentlich, den schönen Bonus hätte ich gern mitgenommen. Wir haben leider verloren. Wir haben leider verloren. Ihr seht das nach Prozenten wirklich knapp. Und welche Base hat hier noch am Ende die fetten Prozente gelassen? Dusselig, da merkt man die nicht so starke Def hier. Meiner hat hier noch 98%. Das war auch der vorletzte Angriff, glaube ich. Ja, das war der vorletzte Angriff. Da hat der Gegner noch mal Prozente geholt. Bis dahin haben wir prozentual geführt. Uns hat also der Stern gefehlt. Kann man nichts machen. Und so ist aus meinem Bonus. Ich gehe noch mal rein, dann sehe ich den noch mal. Ist aus meinem starken Bonus zu Anfang ein verminderter Bonus geworden. Ist nicht so schlimm, ist nur ein Spiel. Und hier geht es munter weiter. Wir haben schon einen neuen Gegner gefunden. Mal sehen, wie ich da dran bleibe und vor allen Dingen, wie ich mich dort schlage. Bis dahin, euer Toto. Clash.